Ja, Freunde, es wird vogelwild, genauso wie dieses Intro. Es gibt leider sehr schlechte Nachrichten. Und erstmal, bevor wir zu diesen Nachrichten kommen, riesengroßes Dankeschön an alle Helfer, die mir immer wieder auf Insta schreiben, auch mit Informationen, selber den Support anschreiben. Riesengroßes Dankeschön an euch und natürlich auch alle, die diese Videos supporten, liken und Kommentare schreiben. Auch riesengroßes Dankeschön an euch. Da geht der Kuss raus. Natürlich gibt es jetzt wieder neue Informationen zum heutigen Tag. Heute erstmal, das tut mir natürlich für alle leid, die heute den ganzen Tag gecampt haben. Ich war auch seit heute Morgen wach, habe euch versucht auf dem Laufenden zu halten. Auch Dr. Unboxing hat zum Beispiel auch einen Insta-Story-Post rausgehauen, dass wohl jetzt eigentlich heute, wenn ihr dieses Video pünktlich am 17.12. seht, vormittags eine Vorbestellerwelle hätte starten sollen. Zumindest laut Gerüchten, so wie es ja auch in meinen letzten Videos gesagt hatte. Leider hat sich das bis hierhin nicht bewahrheitet. Wir haben immer noch die Insider-Informationen für den 19.12., die also auf den Samstag hindeuten. Jetzt ist natürlich die Frage, inwieweit stimmt das? Ich habe jetzt mehrere Aussagen auch von Zuschauern und Nachrichten bekommen, die tatsächlich auf den 19. weiter hinweisen. Tatsächlich war es aber auch vorher so bei dem 17.12. Außerdem ist der 19.12. bis jetzt ausschließlich für das United Kingdom reserviert und wir wissen nicht, ob wir das 1:1 auf Deutschland übertragen können, beziehungsweise können wir das nicht 1:1 auf Deutschland übertragen. Wir müssen also immer noch auf ein offizielles Statement warten. Wenn nicht, müssen wir eben auch am 19.12. wieder campen. Tatsächlich habe ich aber auch von vielen Zuschauern und Amazon-Mitarbeitern gehört, dass es zwar definitiv vor Weihnachten noch die vierte Welle geben soll, allerdings könnte es auch eben erst nächste Woche in den Tagen von Montag bis Mittwoch vor Weihnachten sein. Jetzt die Hiobsbotschaft. Tatsächlich, da beziehe ich mich auf Gameswirtschaft, wie gesagt, alle Quellen sind unten in der Videobeschreibung verlinkt, sieht es so aus, dass selbst wenn ihr es schafft, eine PlayStation 5 vorzubestellen, dass ihr die wahrscheinlich tatsächlich erst in der 1. bis 2. Januarwoche geliefert bekommt, also auf keinen Fall mehr bis zu Weihnachten. Denn aufgrund der Corona-Situation des Lockdowns werden wohl die Lieferzeiten nach hinten verschoben. An alle Saturn- und Mediamarkt-Kunden auch hier wieder im Hintergrund eure Bestellnummern. Ist eure Bestellnummer nicht mit dabei, dann werdet ihr auch, wie leider schon vermutet wahrscheinlich von euch, immer noch länger warten müssen. Es werden derzeit die Bestellnummern hinten im Hintergrund abgearbeitet und wir müssen halt hoffen oder für euch auch hoffen, dass die Konsole bald ankommt. Also wie sind jetzt nochmal die Informationen zusammengefasst? Ganz einfach, wir haben kein genaues Datum, wir haben kein offizielles Statement und wir haben keine Uhrzeit. Wir haben lediglich die Insider-Informationen von Roberto Serrano, der tatsächlich bis jetzt immer richtig lag, auch mit den Ländern, wann die vierte Welle ungefähr stattfinden soll oder zumindest ein weiterer Vorverkauf, denn derzeit stürzen sich ja alle nur auf Amazon, von anderen hört man jetzt nicht so viel. Ich hatte noch von GameStop gehört, dass die auch den 19.12. derzeit datieren, also aufnehmen. Vielleicht also der 19. wieder ein sehr, sehr heißer Kandidat. Sollte es der 19.12. auch nicht sein, dann bleiben nur noch der Montag, der Dienstag und der Mittwoch vor Weihnachten. Wenn wir dort auch kein offizielles Statement bekommen, sieht es mit der vierten Welle wahrscheinlich eben auch aufgrund von Corona sehr, sehr schlecht aus. Natürlich sind alle meine Informationen hauptsächlich Insider, Gerüchte, Indizien, was ja völlig normal ist, aber das ist das Einzige, worauf ihr euch derzeit stützen könnt, denn wie gesagt, wenn es ein offizielles Statement geben würde, würde ich euch das ja liebend gerne mitteilen, das ist aber zum aktuellen Zeitpunkt leider nicht möglich. Also, wie gesagt, der 19.12. oder eben nächste Woche, wir werden sehen, ich würde an eurer Stelle den 19.12. auf jeden Fall im Auge behalten und natürlich den PS5 Stock Checker Bot von Emin unten in der Videobeschreibung natürlich auch verlinkt, genauso wie mein Instagram, wenn ihr nichts mehr verpassen möchtet, da haue ich immer sämtliche Informationen direkt raus. Auch der Chatbot, der unten in der Videobeschreibung verlinkt ist, da seht ihr direkt, wann eine Konsole irgendwo freigegeben wird. Dann wird direkt auch eine Message in den Chat reingehauen. Ich hoffe, dass euch das hilft und vielleicht dem einen oder anderen noch zu seiner geliebten Konsole verhelfen wird vor Weihnachten. Zumindest, dass ihr eine Vorbestellung safe habt. Ich bin damit erstmal wieder raus. Gerne eure Fragen auf Insta, auf hier im Kommentarfeld, wenn noch irgendwas offen sein sollte. Ich werde jetzt Daily Uploads bringen, so lange bis die vierte Welle hoffentlich stattfindet, also zumindest sofern die neuen Informationen denn am Tag auch ein neues Video großartig rechtfertigen. Bis dahin, euer Cube und viel Glück.